schneit's Millionen. Freitag rund 42 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, gewinne beim Original. Lotto Thüringen. Beruhigen Sie sich bitte, wir sind's doch nur. Nonsens, die Wochenshow. Ich bin Daniel Ebert und ich habe was in der Zeitung gelesen. Da plant nämlich die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Suhl neue Heimwerkerinnenkurse. Da darf man sich jetzt anmelden. Meine sehr verehrten Damen, nicht die Herren, das ist nur für Frauen. Und damit Sie wissen, ob Sie für einen Heimwerkerinnenkurs auch geeignet sind, können Sie das jetzt mal kurz überprüfen. Nennen Sie mir den Namen dieses Werkzeugs. Richtig, eine Akkuschrauberin. Nennen Sie mir den Namen dieses Werkzeugs. Eine Schraubendreherin. Und jetzt kommt der ultimative Test. Was ist das? Genau. Eine Batterie. Das ist nämlich schon weiblich. Also, wenn Sie gerne Heimwerken lernen wollen, sehr verehrte Damen, wie man eine Tapetin an die Wände klebt, dann melden Sie sich gerne an bei der Gleichstellungsbeauftragten in der Stadt Suhl. Da lohnt sich auch die weiteste Reise, bin ich mir ganz sicher. Sie fahren ja sicher selbst schon. Heute übrigens großartige Gäste hier bei uns in der Unterhaltungssendung. Wir stellen Ihnen gleich mal einen Mann vor, der kommt gerade frisch aus Südkorea zurück, wird uns mal erklären, wie genau diese Stadt heißt, in der er war und warum man da keinen Fehler bei der Aussprache machen darf. Und was er dort geleistet hat, das können wir uns nochmal angucken. Er ist nämlich sowas von Schlitten gefahren. So Jungs, bevor ihr mich die Bahn runterschubst, möchte ich gerne noch was über diesen Schlitten erfahren und die Fans auch. Wie funktioniert das Teil? Wie steuert man? Wo sitzt man drauf? Wo hält man sich fest? Ja, also im Prinzip ist es so, dass wir quasi unsere Verkleidung, unsere Sitzschale haben. Dieses hellblaue hier, das ist mein Sitz, da sitze ich mit dem Popo drauf. Der Sascha sitzt dahinter, eine Etage tiefer. Genau. Hier sind meine Beine, wir zeigen das dann auch gerne gleich mal. Das hier sind die sogenannten Steuerhörnchen. Und Sascha, seine Füße sind quasi hier in diesen Schalen. Und hier ist er jetzt. Herzlich willkommen, Sascha Bennecken. Hallo. Wie sie alle ausrasten, ne? Also das ja. Publikum, leider, tut mir leid, aber du bist es ja gewohnt, bejubelt zu werden jetzt, oder? Das stimmt, ja. Wie viele Empfänge hast du jetzt schon mitgemacht, seit du wieder da bist? Drei. Und ich bin ja eigentlich, ich bin 4 Tage hier, wenn ich den Ankommenstag ab, ja, um 7 sind wir gelandet, also quasi nur die Heimreise und dann war eh schon Tageswechsel. Also jeden Tag ein Empfang. Wahnsinn. Und wie lange geht das noch so weiter? Nicht mehr so gehäuft, aber letzten Endes, die letzte Feier haben wir dann Mitte April mit dem Landessportball und da wird das Ganze ja auch nochmal aufgerollt und erst dann heißt es, okay, es geht los in die neue Runde. Ach du grüne Neune, okay. Also jetzt wird erstmal ausgiebig gefeiert. Wie heißt es jetzt richtig? Pyongyang oder Pyeongchang? Pyeongchang. Weil Pyongyang ist in Nordkorea. Richtig. Ihr wart in Südkorea, das richtig. Ist nicht ganz so gefährlich. Ihr durftet aber nicht draußen essen gehen, habe ich gehört. Das ist korrekt. Oder man hat uns nahegelegt, eben nicht draußen in irgendwelchen Imbiss Döner oder ähnliches zu holen oder koreanisches Essen direkt. Weil die Gefahr ist, dass Clenbuterol da als Wachstumshormon den Tieren gegeben wurde und das ist dann wiederum auch auf der Dopingliste und deswegen haben wir hauptsächlich im Deutschen Haus und im Olympic Village gegessen. Was gab es da so? Im Deutschen Haus einheimische Speise und im Olympic Village letzten Endes alles, was man sich vorstellen kann, also internationale Kost von auch zum Teil deutschen Essen über koreanisches Essen, asiatisches Essen im Allgemeinen, italienische Pizza, mittlerweile gut bekannt, das 8 Uhr Pizza-Frühstück. Echt? Ja, natürlich ist 24 Stunden Verpflegung. Also. Und wenn man dann so durcheinander ist durch Jetlag und ähnliches, hat man gesehen, dass die unterschiedlichen Leute zu den unterschiedlichen Tageszeiten also wirklich sehr unterschiedlich gespeist haben. Jetzt erzähl doch mal so deine groben Eindrücke. Du bist da hingeflogen. Was waren so die ersten Gedanken, die du hattest? Es war ja nicht das erste Mal, dass wir dort waren. Was neu für uns war, war das Olympische Dorf. Da haben wir uns aber auf Anhieb sehr wohl gefühlt. Und was auch anders war, die extreme Kälte, der starke Wind. Aber auch das hat uns, sag ich mal, in der Bahn im Training eher weniger betroffen. Von daher war es wirklich einfach die vielen, vielen Nationen, die auf einmal da waren, die
ja, letzten Endes einfach dieses olympische Flair, das dann sofort aufkommt, das war schon was ganz, ganz Besonderes. Wie versteht man sich da untereinander? Gibt es da wirklich so, hast du jetzt noch Handynummern getauscht mit irgendwelchen Italienern oder Franzosen oder sowas? Im Grunde nicht. Man hat eine große Mensa, in der man sich trifft zum Essen, und natürlich gibt es da auch internationale Tische dann. Ansonsten ist es so, dass ja natürlich die Nationen ihre eigenen Etagen und Häuser hatten. Und von daher ist es so, dass man dann einfach die Möglichkeit hat, auch mal andere Sportarten im eigenen Land ja näher kennenzulernen. Ihr habt am Anfang Kondome geschenkt bekommen. Ja, das ist richtig. Was, sag mal, der Stand am Tag vor der Abreise? Wie meinst du das jetzt? Waren die da noch da? Waren sie verbraucht? Ja, also bei mir waren sie noch da. Ich habe die so, wie sie waren, in den Waschbeutel und mit nach Hause genommen. Was andere machen, weiß ich nicht, weil nichts Genaues weiß man ja nicht. Nee, soll man ja auch nicht so drüber reden. Ist richtig. Du hast ein bisschen Zeug mitgebracht. Jetzt erklär mal, was sind denn das hier für ein Plüschtier erstmal? Genau, das ist Sorang, das Maskottchen zu den Spielen. Und da es ja so kalt war, hat man uns zur Flower-Zeremonie keine Blumen geschenkt. Die wären natürlich sofort erfroren, sondern eben dieses Plüschtier. Dann um dieses Plüschtier herum ist die Akkreditierung, die Olympia-Akkreditierung. Es ist quasi das Leben. Ohne diese Akkreditierung kommt man nämlich nirgendwo hin. Das müssen wir nochmal zeigen. Alles klar, so sieht die aus. Genau, da ist ein kleiner Chip mit drin, im Grunde wie beim neuen Personalausweis oder Reisepass. Und da ist natürlich sind viele, viele Kontrollen zu allen Sportevents und Sicherheitskontrollen in Richtung Olympisches Dorf oder weiß der Geier wohin. Selbst wenn man mit dem Bus fährt, wird man da kontrolliert. Und da ist es so, dass es die Zugangsberechtigung im Grunde ja, für alles. Als Athletenakkreditierung hat man wirklich auch Zugang dann zu anderen Sportevents und von daher super wichtig. Darf man nicht verlieren. Die darf man nicht verlieren. Ist mir allerdings trotzdem passiert, beziehungsweise nicht verloren gegangen, sondern ein Sportkollege hatte seine eigene Jacke verlegt oder vergessen, wo er sie hingelegt hat. Und dann dachte er sich, ach, die Deutschlandjacke, die sieht ja auch ganz schön aus, und hat meine Jacke samt meiner Akkreditierung quasi stibitzt und ist damit dann ins Olympische Dorf einmarschiert und ich stand dann ohne da. Aber hast dich wieder reinquatschen können dann? Nee, das ging leider nicht, aber mit ein bisschen Telefonkunst und einem quasi Telefonjoker in dem Fall wurde mir die Akkreditierung dann wieder rausgebracht. Und der Kollege, der sich meiner Jacke bemächtigt hat, der war, konnte froh sein, dass ich ihn nicht mal mit 100 ins Gesicht gefasst habe. Okay, darfst du verraten, aus welchem Land der war? Ich weiß nicht, ob ich da noch nach Hause kommen darf. Der kam nämlich aus Österreich, ja. Au! Jetzt muss man wissen, deine Freundin kommt auch aus Österreich. Genau, die ist auch Tiroler, Innsbruckerin. Und ja, aus eben dieser Stadt kam der Kollege, weil er ja dort auch eine Rodelbahn ist. Und ja. Diese Jacke, was ist denn das für eine Jacke? Das ist Teil der offiziellen Einkleidung und wir haben ja vor der Abreise wurde die komplette Olympiamannschaft eingekleidet und mit zwei großen Reisetaschen voll sind wir da hingereist und ist natürlich besonders schön auch für das Mannschaftsgefühl, wenn dann alle die gleichen Klamotten tragen, was ja sonst auch nicht der Fall ist, und von daher ist es so, wir fanden es super und die Klamotten waren super bequem. Und also alle deutschen Olympiateilnehmer, egal welche Sportart, hatten dieselben Klamotten. Genau. Hast du vorher alle Teilnehmer gekannt? Nein. Aber du hast ein Musikvideo gedreht, da kommen sie fast alle vor. Das ist richtig. Wie hast du das gemacht? Das verraten wir nach der Werbung. Schneid's Millionen. Freitag rund 42 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, gewinne beim Original. Lotto Thüringen. Da sind wir wieder und wir wollen ja Sascha Bennings Musikvideo noch sehen. Übrigens hier Rennrodler und Bronzemedaillengewinner. Schade eigentlich, oder? Kann man so und so sehen. Natürlich, es gab viele, die von uns, glaube ich, Gold erwartet haben. Wir selber hatten auch den Wunsch, Gold zu gewinnen. Ah ja, na klar. Aber letzten Endes ist es so, muss man sich die Frage stellen, wer auf dieser Erde kann schon von sich behaupten, sich alle Träume und Wünsche sofort erfüllt haben zu können? Und
Von daher ist es so, dieser Wunsch, der Traum nach Olympiagold, der besteht nach wie vor. Und auch in 4 Jahren, jetzt muss ich mal hier auf Holz klopfen, wenn wir gesund sind, genau. Insofern die Gesundheit mitspielt, werden wir da auch nochmal angreifen. Ach natürlich, ja. Bitte. Und jetzt zeig mal bitte die Bronzemedaille. Ich finde die extrem eindrucksvoll. A, ist sie in so einer Mega-Schachtel drin. Genau, eine Holzschatulle. Und da ist sie sehr, sehr schön drin. Huch, es fällt alles ein, also aber egal. Ja. Und die ist echt? Die ist, ich weiß nicht, ob die echt ist. Also das ist... Das ist eine echte Medaille, aber ob es echt Bronze ist, das mag ich zu bezweifeln, aber ich glaube, es geht hier weniger um den tatsächlichen Wert, sondern vielmehr um den ideellen Wert, was so eine Medaille natürlich für jeden Athleten im Speziellen bedeutet. Jetzt zeig die mal von der Seite, da haben wir vorhin schon mal geguckt, oder ich. Da steht natürlich drauf, irgendwie Winterspiele in Pyeongchang 2018. Und dann, was ist das für eine Schrift hier? Dann fängt Hangeul heißt diese Schrift und ist die einheimische Schrift der Koreaner. Und diese Schrift wiederum ist quasi Formgeber für den Rest der Medaille. Krass. Und selbst der Bändel ist irgendwie was Außergewöhnliches. Ne? Genau, also da ist es so, es ist, glaube ich, koreanische Wildseide und dementsprechend natürlich auch sehr besonders. Und auch da sind immer wieder diese Buchstaben in Form von Schneeflocken auch mit drin. Ich glaube, im Licht kann man das ganz gut auch sehen. Ja, man sieht's. Ach krass, schön. Ja. Ist klar, eine olympische Medaille hier. Bei Nonsense. Wir haben gerade von dem Musikvideo auch gesprochen, das du gemacht hast. Ja. Das ist ein Song, der ist nicht neu. Das dürfen wir jetzt schon mal verraten. Nö, der ist nur aufpoliert. Gute 10 Jahre alt. Aber aufpoliert extra für Olympia. Richtig. Dein Wunsch war, dass der ja immer im deutschen Haus läuft, wenn die Athleten von ihren Wettkämpfen zurückkommen. Hat das geklappt? Nicht immer, aber es ist so, dass der Song irgendwo Stück für Stück, ich war der Erste, der dazu mit Toni eingelaufen ist, und dann haben auf einmal immer mehr Blut geleckt. Und wollten den hören. Und wollten den hören. Im Speziellen das Organisationskomitee im Deutschen Haus und auch die Volunteers und letzten Endes dann auch die Athleten. Also es wurde, einer hat den anderen angesteckt und so fiel es dann auch leicht, Stück für Stück immer mehr Athleten zu gewinnen, die bei dem Video mitgemacht haben. Und das ist der Hammer. Also zu dem Lied gab es kein Musikvideo vorher, richtig. Jetzt gibt's eins und das habt ihr vor Ort in Pyeongchang gedreht. Ja. Bevor wir darüber reden, müssen wir es uns angucken, finde ich. Flacher, Muskeln gespannt, Blicke haften an mir gebannt, ruft in mir diese Melodie, Stille entfacht Feuer, Euphorie. Und dann schießt es durch die Erde, Adrenalin. Und dann schießt es durch die Erde. Verfallen, kein Weg zurück, ewig dieser Augenblick. Eine Sekunde dauert stundenlang, das ist der Moment, ganz nah dran. Danach ist davor, es gibt kein Zurück. Der Puls steigt an, Jubel, Tränen, Glück. Mut treibt an, volle Kraft voraus. Dann schießt es durch die Adern, Adrenalin. Und dann schießt es durch die Adern.
So sieht er jetzt aus. Sag mal, in dem einen Stück in diesem Musikvideo hast du schon eine Medaille in der Hand. War das schon deine eigene? Ja, wir haben natürlich auch mit der Videoproduktion erst nach meinem Wettkampf angefangen, weil das natürlich auch eine Sache ist, die viel Zeit in Anspruch nimmt. Und wir hatten da auch viel, viel Glück, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, weil ich das natürlich nicht mit einem Handy gefilmt habe, sondern mit einem Produktionsteam, dass das quasi wie ein Nebenprodukt nebenbei mitgemacht wurde. Also das muss man auch mal sagen, es war eher zufällig, da war kein Plan dahinter, oder? Kein großer Plan. Ne? Es ist dann wirklich viel Zustimmung von außen, die gesagt haben, ach, das könnte cool werden, macht mal. Hm. Haben wir da wirklich, einfach die Möglichkeit geschenkt bekommen und haben versucht, das Beste daraus zu machen. Habt ihr gemacht. Super Video. Sag mal so grob, wer da alles zu sehen war, jetzt alle zusammenzukriegen. Ja, also es ist schwer, aber man fängt an natürlich mit den alteingesessenen deutschen Sportlegenden. Da hat man Georg Hackel oder Maria Höfel-Riesch mit dabei. Dann hat man Norbert Hahn, die beiden Silkes, also Silke Otto und Silke Krauser, die man ja auch schon, die über Jahre lang Rodel-Ladies waren. Und dann natürlich die Eishockeyspieler, die waren auch eine richtig, richtig starke Nummer in der Sache. Auch eine der ersten, muss ich sagen, die dabei waren, weil gerade am Anfang haben sich alle geziert und die haben gesagt, ach, das machen wir gleich. Mhm. Dann bist du immer selber hin und hast sie gefragt? Ja. Und dann könntest du mal und würdest du mal und dann haben echt welche gesagt, nö, mach ich nicht mit. Ja, also am Anfang schon so, man sagt, das ist ein Musikvideo und es wäre schön, wenn ihr da mitsingt. Und schon bei dem Wort singen war quasi, oh Gott, auf gar keinen Fall. Aber wenn man dann sagt, okay, hier simultan, ihr müsst einfach nur ein bisschen mitmachen und wer weiß, wir schneiden auf jeden Fall 3 Sekunden raus, wo ihr glänzt. Dann war es dann so, dann haben dann die meisten, nachdem das auch ein bisschen die Runde gemacht haben, natürlich alle mitgemacht. Und dann war es auch, muss ich sagen, eine schöne Zeit und die hatten auch, glaube ich, auch Spaß. Und damit jetzt auch eine Erinnerung eben an diese Spiele in Pyeongchang. Wie sind deine Erinnerungen jetzt so eine Woche danach? Also es ist immer noch taufrisch. Es ist immer noch total präsent. Gerade auch die Lieder, zu denen wir dann zu späterer Stunde abgezappelt haben oder getanzt, das kann man nennen, wie man will. Die schweben nach wie vor immer noch in meinem Kopf rum. Und von daher ist es so, es wird Zeit, dass er jetzt alles ein bisschen entschleunigt und dass man sich wirklich mal länger auch mit anderen Dingen befasst, damit auch der Geist da ein bisschen zur Ruhe kommt und dass man sich auf neue Dinge wieder einstellen kann. Jetzt kannst du von Sport erstmal im Moment gerade nichts mehr hören, oder? Naja, ganz so ist es nicht. Wir haben natürlich nach wie vor auch noch einige Veranstaltungen und auch nach den Spielen ist vor den Spielen. Aber insgesamt ist es wirklich so, dass jetzt genug mal Haus, Sport, Hof, Familie, Feuerchen, Bratwurst, die ganze Palette, sowas in der Art. Ja. Schön. Das klingt doch alles total vernünftig, was du erzählst, finde ich. Okay. Ja, herrlich. wo legst du die Medaille zu Hause hin? Wird die irgendwie exklusiv auftrapiert oder kommt sie in einen Schrank? Ja, ich glaube, zuerst mal geht es gar nicht darum, ich meine, ich weiß, dass wir diese Medaille gewonnen haben, dass diese Medaille möglichst viele, im besten Fall auch Kinder in die Hand bekommen, um das zu sehen, um denen ihre Wünsche und Träume irgendwo zu entfachen, dass die möglicherweise in eine ähnliche Richtung einschlagen, muss ja nicht unbedingt Rodeln sein, sondern in jeder Sportart oder, wenn es nicht Sport ist, auch was anderes, einfach, dass sie das Gefühl kriegen, was es bedeutet, für Träume zu brennen und also viel zu arbeiten. Willst du wirklich rumreichen? Ja, muss ich sagen, weil ich finde es schade, dass so dieser olympische Gedanke und dass das alles so schön ist, wenn das jetzt zu Hause einfach nur in der Vitrine, sage ich mal, dahin liegt, weil, wie gesagt, ich weiß ja, was wir erreicht haben und von daher ist es mein Anliegen, das möglichst breit irgendwo nach Thüringen und unserer Region zu verteilen. Jetzt letzte Frage, das war eine Teamleistung, die ihr da abgeliefert habt. Der Toni war ja auch dabei, Toni natürlich, Eckert. Ja. Wie ist da im Moment das Verhältnis? Ist da jetzt auch erstmal, Gott sei Dank, sehen wir uns ein paar Tage nicht oder geht's? Also es geht natürlich jeder erstmal seine eigenen Wege, aber es ist seit wir unterwegs sind. Das wusste ich, dass das passiert. Komm, das hatten wir von langer Hand vorbereitet. Das stimmt. Das stimmt also, wir reden über ihn schon, macht einen Abgang, oder? Ja. Das ist gut. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass wir uns jeden Tag mehrmals hören, weil natürlich super viel noch zu organisieren ist. Zu welchen Veranstaltungen müssen wir auf jeden Fall zu zweit auftreten? Was können wir separat abdecken? Und von daher ist es so, es ist ja nicht nur eine Freundschaft. Aufgrund der Intensität, der vielen Zeit, die wir miteinander verbringen, ist es vielmehr eine Ehe.
Und auch da ist es nicht schlecht, mal sich Pausen zu gönnen. Und von daher ist es so, ich glaube, wir genießen auch jeder jetzt sein Privatleben in gewisser Weise, weil es geht viel zu schnell und dann sind wir schon wieder alle zusammen unterwegs. Gut. Dann Sascha, vielen Dank für den Besuch hier. Jetzt erstmal Ruhe. Ja. Und nicht drüber nachdenken. Was hat er? Jetzt guckst du mich an, als hätte ich was ganz Schlimmes gesagt. Nein, alles gut? Alles gut, ja, ist alles gut. Schön. Dann noch ein kleiner Vorschlag, Damen und Herren. Halten Sie sich fern von WhatsApp, sagt der Datenschutzbeauftragte des Landes Thüringen. Sein Name ist übrigens Hasse. Falls Ihnen das mal über den Weg läuft. Bis nächste Woche bei Nonsenf. Tschüss. Tschüss. Schneid's Millionen. Freitag rund 42 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, gewinne beim Original. Lotto Thüringen.